Er bringt uns auch eine Überraschung mit und hätte eine kleine Bitte, ob wir seinen Schwiegersohn mal fahren lassen würden. Mein Name ist Marek Schramm und ich bin Vorsitzender des Gabelbach-Bergrennen im Menau e.V. Der BMW ist natürlich eine ganz besondere Geschichte. Das Auto wurde mir vor 2 Jahren angeboten, eigentlich mehr oder weniger als umgebauter, als BMW-Eigenbau. Stand er in der Werkstatt und ich rief in der Werkstatt an wegen einer ganz anderen Sache. Und der Werkstattbesitzer sagte zu mir, ich kenne ihn persönlich gut, sagte, Marek, ich habe hier einen BMW stehen, der sieht relativ authentisch aus. Hättest du da vielleicht Interesse? Und dann sage ich, wie alt? Und dann sagt er, Baujahr 1934. Sage ich, nee, du, also 1934, das ist nicht so ganz meine Liga. Ich bin eher so in den 50er und 60er Jahren, nämlich zu Hause, oldtimermäßig. Und dann sagt er, schickt mir mal ein paar Bilder zu, ich soll es mir doch wenigstens mal anschauen, das Auto. Und dann kamen die Bilder und als ich die Bilder von dem Auto sah, dann hatte ich irgendwie das Gefühl, also irgendwas hat das Auto. Es stand nicht weit weg von Ilmenau, es stand in Würzburg in der Werkstatt. Ich habe mich also gleich ins Auto gesetzt, bin nach Würzburg gefahren und stand dann vor diesem Auto. Er war relativ verbastelt, er hatte Kotflügel, er hatte Lampen, aber sein Kern sagte mir, mit dem Auto stimmt was nicht. Und zwar, ich konnte es auch nicht beschreiben, aber ich habe mich vor Ort zum Kauf entschieden, reine Bauchentscheidung. Und was dann rauskam, war natürlich eine riesengroße Geschichte. Über die Fahrgestellnummer und mit Hilfe von BMW-Historikern haben wir dann rausgefunden, dass das also der erste BMW-Kompressorrennwagen ist und war, der überhaupt hier gebaut worden ist 1934, mit dem Fahrer Eugen Stösser aus München. Wir haben insgesamt mit Hilfe von BMW 10 Renneintragungen gefunden. Das Auto ist beim Rennen dabei und der alte Besitzer, Walter Schulz, reist aus den USA an, extra zu dem Gabelbach-Bergrennen mit seiner Familie. Und wir haben eine kleine Überraschung für ihn, weil wir hoffen, dass entweder er oder sein Schwiegersohn dann mit dem Auto am Rennen teilnimmt. Gleichmäßigkeit zu fahren ist gar nicht so einfach. Am gleichmäßigsten bist du natürlich, wenn du schnell fährst. Ja, und da gehört natürlich dazu, dass man die Trainingsläufe absolviert, um seine Linie zu finden auf der Rennstrecke. Und wenn man die einmal gefunden hat, dann ist man auch relativ gleichmäßig. Also wir stehen vor einem reinrassigen Rennwagen. Man erkennt es vielleicht zuallererst, wenn man in den Motorraum guckt, an den offenen Vergaseranlagen. Front-Mittelmotor, also hier ist der Motor um 40 cm zur Fahrgastzelle versetzt. Eine gleichmäßigere Gewichtsverteilung. Zentralverschlussfelgen und eine stromlinienförmige Karosseriegestaltung. Vorne die Windleitbleche um die Vorderachse und hinten das spitz zulaufende Heck. Auch typisch für einen Rennwagen ist das abnehmbare Lenkrad. Das mit 2 Schnellspannern abgezogen wird, weil es sich sehr schwer einsteigen lässt. Oder einsteigen lassen würde, wenn das Lenkrad fest montiert wäre. So, zack, da ist es wieder dran. Und ready to race. Der Hauptteil des Hobbys ist eigentlich die Bastelei. Mein Name ist Hans Rinn. Ich komme hier aus der Region. Ich wohne in Ilmenau. Ein Freund von mir hatte den aus Mittweida 2000 habe ich den von ihm abgekauft, als Schrotthaufen. Und dann habe ich den 13 Jahre lang restauriert. Und das ist jetzt, sagen wir mal, mein Schätzchen, sagen wir mal so. Der ist der älteste, den ich habe. Und da habe ich auch die meiste Kraft reinstecken müssen, dass er eben so aussieht. Mein Innenthermometer zeigt eigentlich gar nichts mehr an. Und um das nochmal zu überprüfen, habe ich mir einen Wasserkocher geholt, da kommt kochendes Wasser rein. So, und wenn er dann 100 Grad hat, oder wenn das Wasser kocht, müsste der Zeiger auf 100 Grad stehen. Also zu Anfang ist ja jeder Oldtimer-Freund euphorisch, was sein Vorhaben angeht. Und dann kommt nach der Euphorie, nachdem er das Fahrzeug dann auseinandergelegt hat, dann hat die Einzelteile betrachtet, die Ernüchterungsphase. Nachdem er sich davon erholt hat, dann kommt die nächste Phase, dass man eben streng nach Gewerken aufteilt, wenn man es vergibt, parallel, damit nicht allzu viel Zeit ins Land geht, bis man alles wieder zusammen
bekommt. Und meistens hat man dann über die Hälfte vergessen und fängt dann nochmal an und dann baut man es wieder zusammen. Und dann gibt es ja auch Werbefilme zum Beispiel, wo der dann ganz zum Schluss eine Kerze reinschraubt und das genießt und sitzt in seinem Fahrersitz und schaut aufs Cockpit. Das ist der Wunschtraum. Aber das hat noch nie einer so durchgezogen. Die sind meistens alle verzweifelt. Ja, das ist jetzt meine letzte Arbeit und dann geht's scharf. Ja, ich bin der Günther Weinhold und komme heute aus Augsburg. An meinem Dialekt wird man es hören, ich bin waschechter Sachse. Das Fahrgestell ist von 1927 von Rex Acme, war ein Sportmodell. Und später ist dann dieser 350er Rennmotor reingekommen. Da gibt es vieles zu beachten. Das ist halt wie eine Frau. Die hat ihre Eigenheiten und wenn man das weiß, wie sie es möchte, dann klappt das alles. Und mir geht es ja nicht um irgendwelche Meriten oder sowas, sondern schon die Kontakte, wenn man heute redet, wo hast du die Maschine her, was machst du? Mein Name ist Udo Besser, ich komme aus Sünna in der Rhön und bin mit diesem Motorrad hier erschienen, den Berg zu erklimmen. Das ist eine BSA B44 Victor, eine Motocross-Maschine von 1964. Eine Horex S35 von 1936. 15 PS, 350 Kubik. Eigentlich fertig, ist leicht. Man muss bloß richtig Gas geben. Ich heiße Christine Nieske, nehme das zweite Mal am Bergrennen in Gabelbach teil. Fahren aus den Healey Frog Eye Sprite. Das Auto ist genauso alt wie ich, nämlich 1960 Baujahr. Er hat 996 Kubik, wiegt aber nur 600 Kilo und mit 60 PS kannst du ganz schön Gas geben. Ich fahre normalerweise Rallye und das bin ich 1996 das erste Mal gefahren. Ich mag persönlich Fahrerlager unheimlich gern, weil hier riecht es nach Benzin und jeder wuselt am Auto rum und das finde ich toll. Ach doch, 25, nicht 56. 20. Ja. Dauerstand Nummer 56. Das ist nur die Dauerstand. Ach so, das hat ja halt damit nicht so ausgefüllt. Das ist ja die eigene. Ja. Ein Bändchen hat er, gell? Zettel hat er auch. Hier. Okay. Sponderrad für die Zeitmessung. Können wir hier vorne dann machen. Beim Start entsprechend gemessen werden kann, ne, wann er startet und zu welcher Zeit er dann ankommt. Ja, elektronisch, automatisch. Wir haben am Start und am Zielbereich immer entsprechende Technik verbaut, sodass wir da in der Lage sind, eben die Zeiten genau zu messen für jeden Teilnehmer. Schieb mal mit. Ja, ja. Okay. Meinst du, so schwer ist er nicht? Das braucht er. Ja, genau. Frische Hauptuntersuchung. Ja, ich hab nicht dran gedacht. Inzwischen, ne, ganz frische. Ja, ja, musste ich das, deshalb musste ich noch neu machen jetzt. Ups, boah, das ist auch schon. Geht ja. Wer hat den restauriert? Selbst. Das ist ein Messerschmitt Digger-601. Das heißt, der 600er Motor ist nicht mehr Messerschmitt Digger, denn das war absolut ein stationärer Baumaschinenmotor, den man damals eingebaut hat in der Not eben. Und deshalb habe ich da für Wettbewerb und für Oldtimer-Veranstaltungen einen Trabantmotor eingebaut. Der hat sich bewährt und den machen wir. Und das fährt recht ordentlich und geht ganz gut. Wir haben damit Groß Glockner schon gewonnen in Österreich und den Jochbass-Bergrennen. Und nun fahren wir dieses Jahr mal hier. Die ersten 15 von 105 Fahrzeugen sind da. Da hat man natürlich individuell Zeit für jeden. Also das Fahrerlager öffnet morgen früh um 7 Uhr und das kommt ziemlich gut verteilt über den Tag die Leute rein. Und wir freuen uns dann Nachmittag auf die Parade in der Innenstadt und rechnen damit, dass über die Hälfte der Fahrzeuge da teilnehmen kann. Das ist nur gute Passage. Nee, da machen sie bis morgen fertig. Die pflastern im Moment zwischen den Pollern. Morgen Mittag sind sie dann. Wenn man die sind morgen Mittag fertig. Ja, wenn nicht, lass ich sie. Okay. So, das ist ja nicht weiter. Fahrschule Wagner Ilmenau. Baujahr 54. Simson Avo. Und der Steuerbeiwagen stammt aus Leipzig, wurde dort gebaut. Dann ist unsere Ikone hier. No, 2011 erster Platz, 2013, aber 17, 18 nur der dritte. Macht sich deine zwei Jahre Praktikum beim Zirkus bezahlt? War ich nie. Braucht er mich doch.
Ich will was trinken. Ja, natürlich. Vor Feier hören, ab bei Feuer treten Deckel ab. Den Deckel ab. Ich bin der Stefan Schlosser, ich komme aus Gstaad, aus der Schweiz. Und bin hier mit einem American La France Baujahr 1912. Der hat 14,5 Liter Hubraum, der hat etwa 150 PS und läuft in der Spitze raus 160. Also ich bin nochmal größer, Selim Elis, und möchte mit einer DKW RD 125 hier starten. Mein Name ist Olaf Siller, komme auch aus Selim Elis und fahre mit einer Simson RS 50. Aus den 60er Jahren. Wir haben die Maschine Anfang des Jahres geholt. Die war gleich fahrfertig und bei der haben wir gestern bis gestern Abend noch geschraubt. Die ist 30, 35 Jahre nicht gelaufen, da ging gar nichts mehr. Viele Einstellschaden. Die Spannung steigt jetzt zunehmend. Wir haben immer mehr Starter, die jetzt kommen und ja, müssen sehen, dass wir den Platz ordentlich gefüllt bekommen. Direkt aus Berlin. Ja, ja. Aber der wächst noch, ne? Der wächst noch. Das warten wir auf Regen hier. Ganz herzlich begrüßen hier in Ilmenau im Namen unseres Bergrennvereins. Ja. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid, von nah und fern oder von ganz weit weg sogar. Also wir machen jetzt die Präsentation in der Stadt Ilmenau. Wir werden das machen in zwei Etappen. Die erste Etappe, das sind die Motorräder und die Gespanne. Die zweite Gruppe sind dann die Autos. Dann fahrt ihr praktisch so, ich sag mal, 100 Meter die Marktstraße hoch und dann ist ein großer Bogen. Dann stehen unsere zwei Moderatoren, der André und der Thoralf. Und die erzählen dann ein bisschen was zu eurem Fahrzeug, zu eurer Person. Keiner durch. Boah. Gell? Leute von Chrome Cars, ihr wisst Bescheid, ne? So, dann wünschen wir uns eine schöne Veranstaltung. Ja? Und lasst euch schön feiern in der Stadt, würde ich sagen. Ja, wichtig ist, dass er einspringt und dass man bis hoch kommt. Ich brauche wahrscheinlich einen, der mir noch ein bisschen hilft, schieben. Menschenmengen da. Super. Jetzt in Aktion. Aufgeregt sind wir. Sonnenfestival mit Nostalgie, das wird dich auch verzaubern. Komm her zu uns und habe Spaß, dann wirst du auch zum Schrauber. Beschaff dir ein Gefährt, so mit Flair und Exotik. Da fühlst du es, das Feeling, den Gipfel der. Ich habe gerne 1,30 Euro.
Unsere Gruppe fängt um 9.45 Uhr an. Um 11? Ab 11? Aber ich glaube, es geht gar nicht so um das Siegertreppchen. Dabei sein. Lokal, genau, der Spaß an Bedingungen sich. Bedingungen sind ideal, ideale Bedingungen. Nicht zu heiß, nicht. Kein Regen, ja. Von allen etwas. Nette Leute, verrückte Leute. Ja. Der Berg ruft. Geht er hoch? Um 10. Um 10. 15, 30, nicht genau. Erster Lauf wird gestartet um 10 Uhr. Das machen wir pünktlich. Der zweite Lauf 13 Uhr und der dritte Lauf sehen wir halt mal. So, dann wünsche ich euch viel Glück und viel Spaß. Ne? Ein gutes Rennen oder gutes Training. Und ihr werdet jetzt vorsortiert. Also Motorräder zuerst, dann Gespanne, dann die Autos. Alles klar? Der Marc startet ja vor dir, gell? Ja. Okay. Hey, wir haben nochmal alles kontrolliert, nochmal alles festgezogen, alle Schrauben. Jetzt wollen wir erstmal sehen, dass man da heil hochkommt, die Strecke. Da ist ja noch eine übelste rechts hier oben. Ja, soll ich doch. Marc? Ja. Fertig? Jawohl. Drück euch die Daumen. Dankeschön. Ja, der Marek Schramm, der hat den hier von mir gekauft, ne? Und der hat mich eingeladen, hat gesagt, ich muss unbedingt kommen jetzt zu diesem Rennen. Und da habe ich dann gesagt zu meiner Frau, ja, dann muss ich nach Deutschland fahren. Ob's Auto läuft, hoffe ich. Den Malcolm, unser Ersatzfahrzeug für den Flügeltürer. Ja. Bernd Küpfer hat die Maschine gebaut. Eigen Lafrance. Ein Steyr. Lagunda Special. Oh, er hat es hingekriegt, Herr Greiner. Drücken wir ihm die Daumen, dass das Auto hält. Wir haben jetzt einen guten Start gehabt. Ein sehr gutes Publikum, das gejohlt und Beifall geklatscht hat. Und dann ging es los in den Tag. Wenn es nach mir ging, könnte die Straße noch schlechter sein. Immer so sein. Noch schlechter sein. Dann wäre ich vorne dran. Wunderbar. Aber ich muss anders schalten. Ich habe mir einen Baum gemerkt und das war zu spät. Vorher gibt es eine Astgabel, da muss ich zurückschalten. Ich habe ja immer nur gehört von dieser Legende und jetzt bin ich sie einmal im Training gefahren und sagen, das hat was mit dieser Legende. Sagenhaft, ne? Ja, beim nächsten Lauf werde ich wahrscheinlich ein bisschen schneller fahren. Ich war eigentlich zufrieden, außer das letzte Stück vom Abzweig von der Hauptstraße bis hier hoch. Da sind dermaßen viele Löcher drin und die schlechten Fahrwerke, die lassen das natürlich einem spüren. 300, 400. Alter! Also kann ich auch wirklich so hochziehen, dritter Gang und dann laufen lassen. Ja, wir fangen erst an, also bis jetzt ist alles zufriedenstellend. Der Peter hätte auch mitfahren können mit seinem kleinen Sorgenmotor. Ich hab ein bisschen Zugrad. Im Anschließen, die Straße ist echt schön. Also gibt es eine schöne lange Gerade und ein paar schöne Kurven. Also auch so zum Fahren. Hier kann man auch gut fahren. Das war jetzt Training. Jetzt wissen wir, wo die Kurven sind. Aber er ist halt auch ein Rennfahrer. Ja. Das ist nicht so, oh, wir fahren jetzt auch, da natürlich hoch, sondern ich will die beste Zeit. 10 Minuten ist noch für morgen, dass er vorbereitet ist. Was hat mir jetzt 215? Mal sehen, vielleicht die Zündung noch mal nachstellen. Aber vielleicht lassen wir es auch so, ehe es dann gar nicht mehr geht. Erkläre mal, Döms. Wir müssen den Zündzeitpunkt kontrollieren. Sache.
Da. Ja, mal gucken, wie viel man so noch gestellt kriegt. Die ist ja schon am Schlafen. Ja, wenn nicht, bleibt sie so. Ja, bitte schön. Passt noch, passt noch. Irgendwas klappert jetzt, wo ich da oben durch die Löcher gefahren bin. Ich habe aber geschaut, alles noch dran. Das Auto hat relativ wenig Bodenfreiheit und dann hat es mich zweimal so in die Löcher gedrückt. Dann bin ich hinterher gleich gucken gegangen, ob die Ölwanne nichts abgedrückt hätte. Jetzt wäre ich, denke ich, etwas langsamer fahren. Da gehen wir hin. Kurve steht ein Holzkasten. Das ist der Punkt, wo man zum Beispiel einmal bremsen muss. Solche Sachen. Dafür sind die Trainingsläufe da. Ist ausgegangen. Keine Zündung mehr. Zündung ausgefallen. Der Schnee beherrscht das Chaos. Null. Null. Eins. Drei. 2,3. Lass so. Schwer ist es auch. Vielleicht willst du noch mehr. Jetzt machst du fest. Ich mach nicht so viel. Kerzen, Zündkerzenkontrolle. Sehen aber gut aus. Jetzt mach mir einen, komm. Gut, ja, ja. Oh, ich habe noch nicht nach der Zeit geschaut. Ich weiß noch gar nichts. Nur Orientierung, dass wir wissen, wann kommt Gefahr oder kommt keine oder geht's oder geht nicht. Das probieren wir mal. So, die Zündung ist jetzt auf 2,15 VOD eingestellt. Das testen wir und wenn nicht, können wir in dem nächsten Testlauf noch einmal nachstellen, wenn es immer noch nicht richtig geht. Da war jetzt bald durchgeschlüpft, da ist aber eine ganz andere Startklasse. Enge der Lauf war auf jeden Fall besser. Aber wir wollen ja eigentlich gleichmäßig fahren, gell? Sehr feine Angelegenheit hier. Zu viel gegessen? Ja, zu viel. Und wahrscheinlich, ich habe noch einen halben Liter Öl reingeschüttet. Das war der Haken, gell? Ich war jetzt schneller. Das ist klar, man lernt die Strecke kennen. Wie immer, man wird schneller. Ist ja am besten, man nimmt einen Benzinkanister in der Hand mit einem langen Schlauch, hält den ziemlich hoch und läuft immer was rein. So Jungs, war's gut? War alles gut, pass auf, war super gut. Guck mal, dass es keinen Lackschaden gibt hier, ne? Pass mir bloß auf, das Dunkelgrün auf. Das heißt Aston Martin Grün, das Ding. Das merkt man auch an deiner Geschwindigkeit. Ja, ja, du warst jetzt erst 28 Sekunden da. Konkurrent und Konkurrentin. Dein Licht? Ja. Mein Licht ist an. Mach mal Licht aus, bitte. Kannst du das? Setz dich rein. Setz dich rein. Und? Nee, ist immer noch. Hallo? Der Schalter ist kaputt. Der Heizungskühler läuft ja immer mit. Mache ich unten am Stotter die Tür auf. Die Füße, die schmilzen da drinnen. Könnt ihr mal zumachen? Die Heizung an. Bei mir ist die immer auf. Da kannst du mal die Kloppen zumachen. Die Heizung ist immer an, damit weg im Motor. Sie läuft nicht richtig, Vergaser, Einstellung. Wir sind noch am Optimieren. Also beim ersten Lauf ist es besser gefahren. Jetzt habe ich sie wahrscheinlich ein bisschen zu mager gestellt. Jetzt hat es mir oben raus in den oberen Drehzahlen gefehlt. Jetzt haben wir sie wieder ein bisschen fetter gestellt.
Das ist halt nicht ein Computer dranhängen und auslesen, wie das heutzutage überall ist, was alles nicht hält. Das ist halt noch alte Technik. Jetzt bin ich so im Flow und ich denke, jetzt läuft's. Jetzt hoffe ich nur nicht, dass es regnet, weil dann ist die Zeit schwierig nachzufahren. Ein bisschen Bauchschmerzen. Irgendwo zwei Zylinder, keinen Bock mehr. Ja, das ist Scheiße. Das Rentenalter erreicht. Du lässt ihn stehen oder fährst du? Du machst es kaputt. Thermisches Problem oder kann auch bei so einem alten Motor ein zugeschlammter Wasserkanal sein. Kann auch sein. Kaputt. Einfach so kaputt. Ich mache hier Späßchen über Späßchen und er reagiert nicht. Strecke, wir müssen ihn kurz zur Seite fahren. Das ist der Thüringer Regen. Was gibt es zu dem Ford zu sagen? Also, er hat sich das Chassis sozusagen ja, selber gedengelt. Schnelle Dach. Wir kuscheln unterm Schirm. Also, die Trainingsläufe werden jetzt definitiv aufgrund der Wetterlage abgebrochen. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall im Lessingpark hier wieder zur Veranstaltung und ansonsten natürlich am heutigen Abend in der Ilmenauer Festhalle. Also wir waren komplett durchgeweicht, wir haben so ein völlig offenes Auto, ohne Verdeck, ohne, nicht mal eine Frontscheibe, gar nichts. Also einmal komplett baden gegangen. Aber es hat auch was, wo wir dann oben ankamen, haben wir uns gefühlt wie so ein paar Bergsteiger, die so ein 4000er bezwungen haben. Wonderful. Great. Das war so geil. Alter, ich krieg Gänsehaut. I had my old seat back, you know, and I was a little kid riding in that car with him next to me. Yeah. Bin ich gespannt, was uns da noch erwartet heute Abend. Heute Abend ist mein Abend, wo so ziemlich alles von mir abfällt, weil die ersten Läufe sind durch. Sag ich mal, das Ganze hat einen gewissen Rhythmus und dann wirst du natürlich auch noch locker. Jungs, ich habe genügend Tanzpartner. Wir haben ein Problem, wir sind alles nicht Tänzer. Überzeugt. Also jetzt ein Aufruf an alle Tänzer. Es war ein netter Abend gestern, aber heute wird es noch netter. Und morgen, well, raced, maybe I should run go faster, but I don't know. Wir erwarten einen super sonnigen Tag. Ich freue mich, also ich freue mich nicht nur auf die Autos und Motorräder und die Zuschauer, sondern ich freue mich ja auf die Dampflok morgen. Das wird ein geiler Tag. Ja? Wir stehen im historischen Fahrerlager der 20er und 30er Jahre. Wir stehen am historischen Vorstand. Wir stehen auf dem Meter genau am historischen Stand. Wir fahren auf dem Meter genau die historische Strecke. Wir haben zwei Wahltribünen historisch korrekt aufgebaut. Und weil das alles noch gar nicht reicht, sehen wir uns morgen auf dem originalen Siegerpodest der Renngrößen der 20er und 30er Jahre hier, weil das auch noch im Original vorhanden ist. Und das ist eben nicht nur die älteste Rennstrecke der Welt, sondern es ist in dieser Konstellation weltweit wirklich eine Einzigartigkeit. Wir haben dieses Jahr über 120 Meldungen, von denen wir 105 angenommen haben, und ich glaube, darauf können wir alle ein bisschen stolz sein. Toll. Immer verschwitzt, immer am Motorrad und jetzt ist alles gut. Die Ampel wird grün und ich habe rückwärts ab. Das war vielleicht peinlich. Und war niemand da. Aber ich habe mich erfolgreich gewehrt bis heute. Der Fuß, versuchst du mal wieder. Ja. Haben's geschafft. Guck mal, wenn ich mich dann nochmal üben will. Heute. Da drüben ist auch nochmal, da bin ich auch nochmal die Startreihenfolge. So, ist jetzt noch irgendeine Frage? Ja, dann würde ich sagen, wünschen wir uns ein gutes Rennen. Ja? Habt viel Spaß, ich drücke euch die Daumen und wie heißt es schön, der Beste wird gewinnen.
der gleichmäßigste wird gewinnen, okay? Können wir uns darauf einigen. So, dann, alle an eure Plätze, ihr werdet jetzt vorsortiert. Okay, dann ciao. Kann das sein? Komm, Alex, Alex, da kennt ihr das. Torwart, Klasse 1. Nimm. Kurz vor dem Start. Heute fahre ich aber schneller. Ja. Also, alles gut. Wir sind gut vorbereitet. Ich bin bereit. Habt ihr schon meinen tollen Autoschlüssel gesehen? Ich wünsche allen Anwesenden, alle, die noch nicht da sind, alle, die noch dazu kommen, einen wunderschönen Rennsonntag. Und ich freue mich jetzt auf die Streckenprüfung mit dem Pacecar. Guckt euch nochmal an, so sah er aus, als er ja, noch nicht mitgefahren ist. Und wir machen jetzt Vorbildrennfahrer. Und jetzt sollte das Pacecar endlich auf die Strecke gehen. Viel Spaß! Ja, die wollte nicht mehr. 20 Sekunden schneller als gestern. Und das ist eine Ansage. Schauen wir mal. Wir haben nochmal eingestellt, war sehr gut. Maschine gelaufen, Fahrer gelaufen. Alles okay. Hier hat zu viel Dampf, dass die rausspringt, ne? Für was? Für den nächsten Lauf? Das Motorrad soll schneller werden. Wenn es so bleibt wie jetzt, haben wir gewonnen. Wenn das Motorrad nicht kaputt geht. Heute Morgen hatte ich 3 Espresso und 2 Red Bull. Nach einer halben Stunde auf der Rennstrecke merkte ich, dass ich gar kein Motorrad dabei habe. Hast du wieder geschafft. Ich war zufrieden, wir haben schönes Wetter und die Verhältnisse haben gepasst. War ganz gut, denke ich. Optimal gelaufen. Und die letzte Kurve, wo es aufgeht, fahre ich im dritten Gang jetzt das nächste Mal. Ja. Linke Bein, rechte Bein. Lieber Gott, mach mich krumm. Damit ich aus der Kiste komme. Also wir haben hier alle BMW-Fahrzeuge zusammengestellt und man darf nicht vergessen, auch wenn BMW Bayerische Motorenwerke heißt, sind das alles Thüringer Produkte. So, nachdem wir jetzt am Rennsonntag den ersten Lauf soweit erfolgreich absolviert haben, sortieren wir jetzt die Fahrzeuge im Fahrerlager neu und starten den zweiten Lauf. Das müsste man mal abfotografieren. Nee, ich schicke Papier, brauchen wir, und dann schreiben wir es drauf. Und dann ist alles perfekt. Und die 100 Einlasszeit 165 Schlitzsteuerung geht. Das ist ganz schön viel. Ja. Das ist ja eine Rennmaschine. Ebenfalls. Die Geschwindigkeiten, die Punkte, die ich mir gemerkt habe, wo ich wie schnell sein muss, die habe ich mir nicht aufgeschrieben. Die habe ich mir jetzt gemerkt. Das sind aber nur 4. Und da hoffe ich, dass ich das noch behalten kann. Entspannen. Also Schrauben tun mir nie. Das Auto läuft oder geht läuft oder geht nicht? Geht. Die Leute sind da Hammer, gell? Auch mit dem Ball plötzlich. Mit Campingstuhl und so, ja, ganz süß. Oh ja, war fein, war schön. Ne? Ich habe meinen Beifahrer aber in Angst und Schrecken versetzt. Ne? Heute haben wir schön draufgehalten. Über eine Minute schneller. Sie wissen, was Sie jetzt erwartet. Also wir haben unseren Landrätin da, Peter Enders. Er hat eine Rennfahrerlizenz, ja. Oh Gott. Gute Reise, Frau Enders. Und da rennen wir in die zweite Runde. Haben es geschafft.
Der zweite Lauf lief genauso wie der erste, denke ich. Mein Enkel fährt mit, es ist der jüngste Teilnehmer. Alles. Die ist sehr gut von organisiert. Den und den Jungen. Also, ja, ein bisschen. Nicht so. Na, ich auch nicht. Nee, es geht nur wegen Enkel. Auto, aber muss man nicht fahren. Hallo! Hallo, hallo, ist der Lukas. Lukas! Das ist Ihr Enkelsohn. Und da. Ich habe schon gewonnen, weil ich habe so viel Spaß gehabt wie seit ewig nicht mehr mit dem Motorrad. Und insofern bin ich gekommen, um meinen Preis zu gewinnen, sondern um hier mit diesen netten Menschen, mit diesen tollen Maschinen hier einfach viel Spaß zu haben. Und das ist passiert. Ich habe schon den ersten Platz gemacht. Ja. Ja, jetzt müssen die Zeiten sprechen. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich hoffe, in der Sekunde zu bleiben. Wir werden sehen. Gestern habe ich das mal so ein bisschen ausprobiert. Da bin ich 4 Minuten und 18 Sekunden gefahren. Heute Morgen habe ich 3 Minuten und 12 Sekunden. Eine tiefe Straßenlage ist sehr lang, schmal. Den kann man nicht umwerfen. Ne? Der letzte Lauf, hoffentlich war das so ähnlich in der Zeit wie der erste. Ich habe volle Pulle gegeben. Ne? Ja, war besser als der erste. Hoffentlich war ich nicht so schnell. Das ist leider ungünstig. Jungs, kein Wunder, die haben den Motor ausgebaut. Da vorne ist Sieger, Jörg. Wollt ihr eure Preise abholen? Ja, wir müssen mal vor. Ich denke, ihr habt gewonnen. Pokale holen. Ja, dann geht man nach vorne. Ja, ja. Ja, Asta, herzlich willkommen hier oben auf dem Gabelbach Hotel, dem Zieleinlauf. Ich freue mich, dass ihr alle gesund, munter hochgekommen seid. Es ist nichts passiert und das ist erstmal die allerschönste Nachricht nach dem Wetter. Bevor ich jetzt mein Mikrofon übergebe, möchte ich mich wirklich bei euch allen bedanken, dass ihr mit eurer Teilnahme, euren tollen Motorrädern, euren tollen Autos diesen tollen Rahmen gesetzt habt. Dankeschön erstmal. Wir fangen an mit der Klasse 1 Motorräder bis 1929. Ich bitte nach oben den Hans-Werner Witter, den Carsten Wollenschläger und den Günter Weinholz. Sieger in dieser Klasse, da Günter Weinhold 0,654 Sekunden. Gerd Eberhardt, den Hartmut Geier und den Heiko Döring. Den ersten Platz auf der NSU OSL 501, der Heiko Döring 1,31 Sekunden. Helmut Bechtel, den Göran Ciala und den Ulrich Rasser 0,459 Sekunden. Willkommen zur Klasse der Gespanne, Jörg Schreutz über die Baujahr 361. Ich bin nach vorne, den Dampfwagner, den Udo Priel und den Jens Handwerk. Und der Jens Handwerk mit dem Pulling im Beiwagen auf Platz 1. Wir kommen zur Klasse der Automobile. Ich bin nach vorne, den Kai Ringert, den Klaus Laube und den Mario Schramm. Auf Platz 1 mit seinem Top-Ass-Speedster. Rainer Thiele, Dieter Petersen und den Jürgen Franke. Und der Jürgen Franke, Titelverteidiger des Gesamtsieges auf Platz 1. Peter Schumacher, den Günter Fletzberger und den Hans-Dieter Kessler. Und ganz vorn mit dem Messerschmitt Tiger 601, der Hans-Dieter Kessler. Der Christian Weber, der Mirko Oehlemann und die Christine Schramm bitte auf die Treppe. Auf Platz 1 mit dem Porsche 911S, die Christine Schramm. Prima. Dominik, ich schlage vor, wir prämieren das älteste Motorrad und das älteste Auto. D-Rad R04 von 1924, der weiße American La France vom Stefan Schlösser. Stefan, komm hoch.
Fast ist ihm die Zigarre aus dem Mund gefallen vor Grinsen, dass der am Start war. Schön, schön anzusehen. Stell dich bitte nochmal vor. Als ältesten Teilnehmer aus der Schweiz angereist. Oder Ivar Sauter. Und da es mit dem Nachwuchs ein bisschen schwächelt, ist da Lukas Mantei zum wiederholten Male unser jüngster aktiver Starter. So, jetzt kommt traditionell der Pokal für die weiteste Anreise. Wir haben die weiteste Anreise eines aktiven Teilnehmers, in dem Fall gar nicht mit dem Fahrzeug, weil er vorher gar nicht wusste, dass er fährt, sondern der Walter Schulz, der ja aus Amerika angereist ist, der Vorbesitzer von dem KR6, anlässlich 90 Jahre Automobilbau bei BMW, gestiftet von der BMW Mobile Classic. Der Sonderpokal Dr. Schmidt von der Scuderia Simmelsdorf auf seinem BMW 328. Und jetzt geht's um den großen Wanderpokal des Gabelbach-Berggangs. Einen großen Dank an das Haus Gabelbach, dessen Besitzer Herr Schulz ist. Herr Schulz unterstützt uns vom ersten Tag an bei dieser Veranstaltung. Und um das letzte Stück Straße, hat er mir gesagt, möchte sich auch noch kümmern, damit es für euch ein bisschen runterläuft beim nächsten Mal. Und Herr Schulz wird den Wanderpokal des Gabelbach-Bergrenns jetzt gleich überreichen. Und in der Klasse der Gespanne, der Jens Handwerk mit Beifahrer Colin auf der Dnieper, 0,242 Sekunden. Und damit ist der Gespannfahrer hier der Gesamtsieger in diesem Jahr. Ich bitte also den Jens Handwerk und seinen Sohn nochmal auf die Tribüne. Ich hoffe, Sie alle hatten viel Spaß mit uns zusammen. Ich persönlich hatte den Spaß, auch wir hier oben hatten Spaß. Ich habe das Gefühl, die Teilnehmer hatten Spaß. Und nach der Stimmung, die ich jetzt heute so mitgenommen habe, habe ich doch arg das Gefühl, dass ja nach dem Gabelbach-Bergrennen quasi schon vor dem Gabelbach-Bergrennen ist, dann eben im Jahr 2020. Wunderbar, fantastisch. Gestern war schön, heute war es nicht schön. Ne? Hier der erfolgreichste. Hier Günther. Zweiter erfolgreichste Mann. Unser Regengurt. Ja. Ja, zum zweiten hat es gelaufen. Ein blindes Huhn findet ein Korn, auch beim ersten Mal. Ich habe den ersten Preis gemacht. Allen gezeigt, diese Gesamtsieger, erster Platz BMW geworden. Aber auf jeden Fall, wir müssen ja unseren Titel verteidigen. Ich war nochmal 8 Sekunden schneller. Aber Gleichmäßigkeit war halt nicht mehr, gell? Wir kommen nächstes Jahr wieder. Ja.